So, ich habe jetzt von meinem Main-Char rüber gehandelt, nämlich einmal den Revolver Cap, die wir ausrüsten werden. Ja, kann ich danach nicht mehr handeln. Ich habe erst überlegt, ob ich die schon zu einer 3-Sterne-Stufe mache, aber es wäre ein bisschen lame, wenn ich schon 3-Sterne-Sachen habe und deswegen habe ich das nicht gemacht. Ach, das wird automatisch als. Ach, das habe ich schon als Kostüm, stimmt. Ich habe ja eine andere Rüstung gehabt. Ach, stimmt. Ja gut. Und Rüstung, Devolver Code. Ausrüsten. Yep. Gut, jetzt machen wir. Wegen beiden haben wir ein bisschen Leben mehr und ein bisschen Schaden mehr. Gut, ein Schild werde ich mir später rüber handeln, sobald ich 3-Sterne-Sachen kriegen kann, weil dann habe ich nämlich ein Schild. Auf meinem anderen Char. Und wir werden jetzt das Brandish nehmen. Und als Waffe 1 ausrüsten. Als Waffe 2 habe ich noch keine gute Schusswaffe, oder? Ne, dann werden wir erstmal den Blaster benutzen. Außer. Ich guck mal kurz in der Mission. Ich hätte da vorher nachgucken sollen. Ich werde mir beim nächsten, fürs nächste Mal, oder für den nächsten Part, werde ich mir eine bei meinem. Nee, fürs nächste Mal, weil ich nehme ja mal 3 Parts am Stück auf. Mir eine Waffe beim anderen Char herstellen, Pistole und was. Gut, und deswegen geht's jetzt beim diesmal auf in kochende Euler. Ja, so mache ich das mit dem Pistol. Muss ich dann zwar später noch ein bisschen länger leveln, aber gut. So. So sieht das Vanish aus und hat für den Anfang so einen Angriff, was ich später auf Eis umstellen werde, sobald ich es upgraden kann. So. Hinab kochende Euler. Das könnte schon die erste schwierige Mission werden. Aber mal sehen, wie es wird. Ich habe die Mission schon ewig nicht mehr gemacht. So. Ja, lädt relativ lang gerade. Liegt, glaube ich, vielleicht teilweise auch am Let's Play, wegen Aufnahme. Das ist manchmal länger lädt. Na gut. Jetzt haben wir wieder so viel Sachen zum gleichzeitig leveln, glaube ich. Hatten wir vorher, glaube ich, auch, aber na gut. Gut, die kriegen zum Glück noch normalen Schaden. Ich könnte mir auch einen Flourish rüber handeln und dadurch werden die mehr Schaden kriegen. Aber nun gut. Ja, wie ihr seht, gibt es auch größere Pillen. Heißt, die machen schon mehr Schaden. Gegner. Bam. Heiler. Ah, hier, das sind die Euler. Wenn die durch Feuer irgendwie Schaden kriegen oder so, dann brennen die. Ist ein bisschen nervig, aber gut. Und das hier am Boden von denen kann auch brennen. So, Bams. Immer erst den Heiler. Hey, das war nicht nett. Stirb. Nein. Du auch. So. Gut. Eigentlich sollte ich mich jetzt nicht so doof anstellen. Ich habe letztens eine Danger Mission auf meinem Main Char gemacht. Bin relativ weit gekommen. Aber die hat es wirklich auch schon in sich. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Außerdem ist das ja Let's Play und nicht Privatspielerei. Ist schon immer ein Unterschied. Ob man privat spielt oder als Let's Play. Im Let's Play passiert immer das Unmöglichste von allem. Deswegen sage ich lieber eigentlich nichts. So. Früher dachte ich immer hier, dass es hier an diesen Stellen Zombies hochkommen war. Nun gut. Mal noch mehr von denen. Geht doch sterben. Nein, nicht heilen, nicht heilen. Wirst du wohl? Und ihr geht weg. Und du. Du wirst auch sterben. Geh doch weg. Alter. Weich mir doch nicht immer aus. Mann. Geht doch. Dreist. Und den Heiler töten.
Oh ja, drei Pillen ist immer gut. Stell mich gerade ziemlich doof an. Ich sag ja, ich sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. So. Wir werfen uns mal eine Pille ein. Ist besser. Na, nur solche zwei Wurfsachen. Ach so, ich könnte auch den hier wegwerfen, weil der schwächer ist als das. Das ist nämlich so ein einfacher nur. Im Gegensatz zu dem anderen, die sind schon mittlere. Ah, stimmt, das war so klar, dass hier was kommen musste. Aufladen, aufladen, aufladen. Und Bams. Du willst doch auch zu deinen Freunden in den Himmel. Und da geht's weiter. Also gehe ich erstmal nach rechts. Na, optionale Sachen gucke ich immer lieber nach. Ist auch privat so. Außerdem brauche ich eh Wärme, also ist das eigentlich nur von Vorteil. Hier müssten eigentlich Schmetterfalter kommen. Wenn ich da jetzt reingehe. Ja, Schmetterfalter. Na gut. Ich kann das nur mit Schmetterfaltern. Bis die dann da kommen. In so einem Bereich. Und. Alter, hör auf zu heilen. Danke. Ich hasse es, wenn die sich irgendwie so halb porten zu mir und mich angreifen können. So. Na los. Und. Ihr beiden auch noch. Geht doch. So. Und. Wärme. Wärme. Schön. Ich finde, Wärme ist immer besser als Geld. Zumindest anfangs noch. Auf Rückweg werden wir da unten lang gehen. Weil hier wird's nur Heilung geben und ein paar Kisten. So. Aber ausnahmsweise mal keine Gegner. Weil des Öfteren gibt's hier auch Gegner, die dann spawnen, wenn man die Kisten aufmacht. Aber gut. Diesmal wohl nicht. Also, hier oben lang und dann da, wo die Stacheln sind. Hopp. Geht runter, danke. Natürlich kommen die raus. Und, komm, geht weg. Danke. So. Also, auf jeden Fall steht fest, beim nächsten Boss, was auch noch ein bisschen dauert, brauche ich auf jeden Fall irgendwen, der dabei ist. Der irgendwie im gleichen Gebiet irgendwie ist. Vielleicht werde ich mir einfach mal eine Random-Gruppe dann versuchen zusammenzustellen. Weil Slime alleine ist schon ein bisschen haarig. Oh gut, das machen wir mal auf. Also zumindest mit dem Equip allein. Oh, zweimal Dings und zwei Marken. Das ist eine Top-Ausbeute, finde ich fast. So. Also ich meine, ich schaffe den Slime allein auf meinem Main-Char. Aber der hat auch 5 Sterne Equip. Also, Slime allein ist schon mies. Also, früher, als der noch nicht einen Angriff konnte, war der einfacher. Der hatte, aber bis wir da sind, dauert es ja noch eine Zeit. Ich wollte es nur schon mal erwähnt haben, dass ich dann irgendwie Leute brauchen werde. Auf jeden Fall. So. Also Leute mit... Hat man da schon 3 Sterne Equip? Ich glaube ja. Aber eine Gruppe finden ist auch immer sehr doof. Wenn die meisten ein besseres Equip haben, aber... mal sehen. Oh, erste Ebene geschafft. Okay. Ist da hinten was? Nein. Und weiter nach unten. So. Die Wolver-Cap muss nicht mal auf 5 oder so kommen, sondern... Man kann sie gleich, sobald man das Rezept hat,
höher machen. Das danach, die, wie heißt die, Dust Cap, glaube ich, muss auf 5, Stufe 5, damit man die höher machen kann. Yep. Ah. Ach, Glibberviecher. Ich frag mich gerade, welche Waffe wird zum Archon? Ich weiß es gerade nicht. Dann hätte ich mir eine Glibberwaffe nämlich machen können. Die habe ich nämlich auf meinem Main-Charakter. Wo ich bis auf ein Schild eigentlich auch gutes Equip gegen Slimes habe. So. Stirb. Du wirst sterben. Danke. Zack, zack, zack. Nur ein kleiner. Herz. Danke. Und durch da. Aber ich glaube, hiernach kommt noch eine Ebene. Auch wenn die Missionen jetzt immer drei lang sind, werde ich versuchen, den ein Part hochzuladen. Damit ihr Bescheid wisst. Weil. Irgendwie finde ich das ein bisschen doof, wenn man die teilt. Mitten in einer Mission. In zwei Parts. Besonders. Wenn ich drei Parts in einer Woche hochlade, ist das ein bisschen kontraproduktiv, wenn. Wenn ich zwei Parts für eine Mission und die andere Mission auch rein theoretisch in der Mitte teilen müsste. Ey, Mann, ich habe doch Schild benutzt. Ach, immer noch nicht. Dann muss da hinten noch ein Schalter sein. Gut. Na los, kommt raus. Und in your face. Ach ja, die Schmetterfalter da. Und gut, die sind tot. Und was? Da draußen kommen auch noch welche? Das wusste ich nicht mehr. Ne. Schmetterling, komm raus. Und. Stopp. Oh, der ist kaputt. Na, der Schmetterling ist halb draußen da oben. Dann können wir schon mal einen nämlich leicht töten. Zack, zack. Stopp. Und stirb, Schmetterling. Los. So. Ach komm. Schock. So, jetzt kommt der Schmetterling wenigstens mit raus. Und auf den Schmetterling. Und eine Pille. Hui. So. Zum Glück können die beiden sich nicht paaren, verschmelzen, weil sie zu groß schon sind dafür. Weil es würde sonst böse werden. So. Und du wirst jetzt auch sterben. Na los. Bam. Und natürlich. Und stirb. Stirb jetzt. Geht doch. Ich hätte es auch wegmachen können, aber das wäre ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Herz. Nein. Schade. Und keine Herzen. Gut, da drin wird eh keine Herzen, fail. Hier kommen gleich gelbe, ja, wusste ich. Ah, das hat Feuer, stimmt's? Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber eigentlich schon irgendwie. Und friss dies und friss das und friss das und dies und das und jenes. So. Kein Herz.
Also eigentlich sind hier relativ viel Herzen unter. Unter so Grasdingern. Und unter Blättern so. Stirb. Bevor du dich mit dem hier verschmilzt. So. Oh, eine Pille. Gut. Das ist immer schön, wenn ich eine Pille finde. Dann spare ich mir das Herzen suchen, wenn ich volle Pillen habe. So. Spawnt hier was? Ja. Und verfehlt. Nein! Nein! Ach komm! Pissding! Und tot. Oder auch nicht. Jetzt aber. Sag ich doch. Tot. Ja, los, verschmelzt euch, das war so klar. Aber du wirst dann nicht hinkommen. Ah, die beiden können sich da hinten nicht verschmelzen, weil zu wenig Platz ist. Also, sobald ich jetzt irgendwas mache, wird es passieren. Die können sich nicht verschmelzen, oder? Ich hoffe es. Dass die schon zu groß sind. Ich hoffe es einfach. Und friss es. Also ich werde... Habe ich das überhaupt gesagt, dass ich mein Schwert auf dem Glacius machen werde? Also Eisschaden. Später. So. Bam, bam, bam. So. Auf meinem Mancher habe ich so ein gutes Schwert gegen Glibber, weil das ist auch noch eine einmalige Variante hat, die Schaden gegen Glibber hoch hat. Aber gut, man kann nicht alles haben. Zack. Zack. Es kommt hundertprozentig noch eine Ebene hier nach. Das war so klar. Das war noch viel klarer. Natürlich, ich wusste es. Ich wusste es, dass die Feuer machen. Feuer. Herz. So, der Slime kann jetzt mal hierher kommen und antanzen. Los, tanz an. Bam. Natürlich, natürlich trifft er mich, natürlich. OP. OP Slime. OP. So. Und du musst jetzt dran glauben. Deine Freunde jetzt auch. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So, einer lebt noch. So. Deine Freundin hat es auch zerlegt. Und wieder nur mittlerer. Naja, es ist ja nicht mal mittel, es ist. Es gibt vier Stufen, da gibt es eigentlich kein Mittel, aber dann gut. Die höchste Stufe gibt es einfach so selten, deswegen sage ich dazu einfach Mittel. So. Zack. Zack. So. Oh, das war's schon. Ich dachte, da kommt noch eine Ebene. Und ich dachte, dass es eine andere Mission ist. Nun gut. Ich hätte gedacht, die feurige Glibber-Invasion. Na gut. Ich dachte, das wäre eine andere Mission. Gut, soll mich jetzt nicht stören. Dann kommt die andere Mission aber später noch. Na gut. Ich denke, wo ich fast dauerhaft brennen werde. Quelle qualmenden Glibbers. Dann kommt jetzt die Eismission anscheinend. Gekord, ja, das ist, was ich auch schon des Öfteren gefunden habe. Gut! Beim nächsten Mal geht's dann mit dem Frost-Level-Dings da weiter und bis dann nicht mehr im Kane, ja, Jones.